Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. So, Freitagabend, Zeit für eine neue Folge von Unicorn. Heute mal hier von der Terrasse aus zum Start des Videos. Warum? Weil erstens die Sonne scheint und zweitens, weil ich es kann. Und heute mal ein Thema, was vielen am Herzen liegt und wo auch sehr viele Kommentare kamen. Mindestens 15, 20, wenn nicht sogar noch mehr. Zeig uns doch mal deinen Weg zu Babyboomer. Ja, und genau das wollen wir heute mal machen. Ja, was ist Babyboomer eigentlich? Babyboomer ist ein sehr natürlicher Look. Dabei wird von Naturfrench zu Camouflage übergeblendet. Das heißt, es ist ein Farbverlauf. Ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Ja, aber ich zeige euch heute dann zwei Varianten, die ich rausgepickt habe. Es gibt natürlich sehr viele, 6, 7, 8, wenn nicht sogar noch mehr Varianten, das Ganze zu machen. Wie gesagt, ich habe zwei für euch rausgepickt. Eine, mit der wir mit mehreren Schichten arbeiten und eine, mit der wir mit zwei oder drei Schichten arbeiten, aber dafür etwas schneller sind. Ja, aber woher kommt der Name Babyboomer eigentlich? Es gab einen Babyboom zwischen 1946 und 1964 und die Menschen, die da geboren wurden, die mochten diesen Look anscheinend recht gerne. So haben meine Recherchen ergeben und daher ist anscheinend auch der Name gekommen. So, das war's jetzt erstmal mit den grundlegenden Dingen. Starten wir doch einfach mal mit Variante 1 des Babyboomers. Als allererstes mache ich bei der ersten Variante von Babyboomer erstmal eine dünne Schicht von dem Naturpink von Fingerspitzengefühl drauf, um erstmal so einen, dem Nagel erstmal so einen rosa Touch zu geben. Einfach nur eine dünne Schicht, muss jetzt nichts Dickes sein, gucken, dass ihr alles trefft. Und dann kann das Ganze schon einmal in die Lampe rein. So, und als nächstes kommt unser Naturfrench zum Einsatz von Nails Depot und der Fächerpinsel. Hier wollen wir ja in mehreren dünnen Schichten arbeiten. Das heißt, die erste dünne Schicht werde ich hier bis zur Mitte auftragen und das Ganze dann bis dahin ausblenden, sodass der Farbverlauf ungefähr in diesem Bereich ist. Hier vorne sollte es decken und hier hinten sollte dann nur noch pink sein oder beziehungsweise Make-up gehen. Das Ganze ruhig dünn auftragen, also nicht zu dick. Und dann nehmt euch einfach den Fächerpinsel und zieht das Ganze nach hinten raus. Ihr solltet den Pinsel relativ flach am Nagel halten und das Ganze dann kurz eintunken und dann in die Richtung ziehen, in dem ihr den Farbverlauf haben wollt. So, und dann kommt die erste Schicht in die Lampe rein. So, dann kommt die zweite Schicht. Die zweite Schicht tragen wir nicht so weit auf wie die erste Schicht. Die kommt dann ungefähr bis hierhin, auch nicht zu dick. Und dann wird auch die nach hinten vorsichtig mit dem Fächerpinsel ausgeblendet. Versucht das so gleichmäßig wie möglich hinzukriegen. Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe rein. Dann kommt jetzt die dritte Schicht, die auch wieder ein wenig weniger als die davor, also ein Stückchen höher ansetzen und das Ganze dann auch wieder nach hinten ausstreichen.
Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe rein. Dann kommt jetzt die vierte Schicht. Die machen wir dann so weit wie die Schicht davor. Und das wird dann auch wieder übergeblendet. Das Ganze wiederholt ihr dann so oft, bis euch an der Spitze die Deckkraft ausreicht. Und dann fahren wir mit dem nächsten Schritt fort. Als nächstes benutzen wir wieder das Make-up-Gel von Fingerspitzengefühl und machen da eine relativ dicke Schicht drauf, die wir hier bis hierhin modellieren. Also nicht so dick wie das Aufbaugel. Etwas dünner. So bis hierhin. Und dann streifen wir das Ganze nach vorne einfach aus. Dann könnt ihr euch auch wieder den Fächerpinsel nehmen. Und das Ganze dann nach vorne ausblenden. Somit haben wir die leichten Schlieren, die sich beim Verstreichen gebildet haben, einfach mit dem Make-up-Gel abgedeckt und somit haben wir einen schönen Übergang. So, der letzte Schritt wäre dann das durchsichtige Aufbaugel, also ein klares Aufbaugel. Damit werden wir jetzt ganz normal den Aufbau machen. Wenn ihr da noch ein bisschen rosaneren Touch rein haben wollt, dann nehmt ihr einfach eine rosa Versiegelung einfach drüber und dann seid ihr auch schon fertig mit dem Thema. So, bei der zweiten Variante benutzen wir zwei Schichten. Einmal eine etwas dickere Make-up-Schicht und eine dickere French-Schicht. Wir fangen jetzt erstmal mit der dickeren Make-up-Schicht an. Ich mache erstmal eine ganz dünne Schicht drauf. Aufpassen, dass ihr nicht an die Haut kommt. Und dann kommt die dickere Schicht. Hierbei möchte ich das Ganze ungefähr bis hierhin dick modellieren und dann von da aus dünn ausstreichen. Nicht unbedingt so dick wie Aufbaugel, aber schon eine ordentliche Portion. So bis hierhin. Und das Ganze dann nach vorne hin ausstreichen. Achtet dabei darauf, dass ihr kurz eintunkt und das Ganze dann einfach nur nach vorne wegzieht. Und dann kommt das Ganze in die Lampe rein. So, als nächstes kommt die French-Schicht. Die werden wir auch ein bisschen dicker auftragen. Und zwar hier bis hier vorne ungefähr. Könnt ruhig ein bisschen rumziehen, also so eine kleine Smile-Line machen. So, dass es auf jeden Fall vorne deckt. Alle Blasen rausmachen. So. Und dann auch wieder den Fächerpinsel oder was ihr dafür benutzen wollt. Und das Ganze dann nach hinten ausstreichen. Ihr könnt natürlich nicht nur den Fächerpinsel nehmen, ihr könnt natürlich auch noch so einen oder so einen Pinsel nehmen. Ich würde euch aber empfehlen, einen Pinsel zu nehmen mit etwas längerem Haar. Denn umso länger das Haar ist,
Umso weniger Druck baut ihr auf das Gel auf und umso besser könnt ihr das Ganze dann verstreichen. Und auch hier werde ich wieder den Aufbau mit einem klaren Aufbaugel machen. Hier braucht ihr jetzt nicht so viel Gel nehmen, da wir ja schon relativ dickes das Make-up-Gel drauf gemacht haben. Einfach eine relativ dünne Schicht. Hauptsache, ihr habt den Apex richtig schön rausgearbeitet und das Ganze dann wieder in die Lampe rein. So, jetzt feile ich das Ganze nach und versiegle es ganz normal klar und dann sind wir auch schon fertig. So, das war es jetzt auch schon mit dem Thema Babyboomer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne sharen, teilen, liken. Ihr kennt das ganze Spielchen. Auf meiner Internetseite auch mal gerne vorbeischauen. Ich habe meinen 360-Grad-Rundumgang durch mein kleines Studio erneuert. Also da gibt es wieder ein bisschen was zu sehen. Ich habe so ein bisschen umgestellt und so. Falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ja, ansonsten bleibt mir nämlich viel zu sagen. Außer ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Chris.